ihr Lieben, heute habe ich wieder einen veganen Foodhaul für euch. Ich habe wieder einen Wocheneinkauf gemacht und es sind auch ein paar Neuheiten dabei gewesen, denn diese Woche gab es, genau, das ist ein Penny Haul und bei Penny gab es diese Woche unter anderem asiatische Lebensmittel. Es war eine Asia-Woche und da habe ich ein paar Sachen mitgenommen. Alle gab es leider nicht mehr, denn ich war erst am Samstag einkaufen. Genau, also wir haben jetzt schon Montag heute. Und deswegen habe ich auch schon ein paar Sachen verwendet, beziehungsweise sind gar nicht mehr da in meinem Korb. Und die anderen Dinge habe ich jetzt wieder hier zurückgepackt und die zeige ich euch jetzt mal. So, ich fange mal an mit den Tiefkühlsachen. Das wäre dann auch schon eine Neuheit. Und zwar habe ich die dreimal mitgenommen. Und zwar sind das Kim Sum gefüllt mit Kimchi-Gemüse. Die sind vegan. Die gab es auch mit Schweinefleischfüllung, glaube ich. Genau, also nicht vegan. Und ich habe hier die veganen mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wie viel da drinnen sind. Fühlt sich aber nicht nach sehr viel an. Deswegen habe ich gleich drei Packungen mitgenommen. So sehen die aus. Kann sein, ich habe jetzt, also kann sein, dass es die auch noch aktuell gibt. Wie gesagt, die Sachen, die übrig geblieben sind, oder vielleicht füllen die das auch nochmal nach. Vielleicht habt ihr da noch Glück, falls ihr die nicht schon habt. Und da bin ich sehr gespannt, wie die schmecken. Dazu kann ich noch nicht sagen, da ich die noch nicht probiert habe. Und genau, da habe ich drei Packungen mitgenommen. Außerdem gab es das jetzt auch in dieser Woche. Das ist ein Wok-Mix. Da habe ich die letzte Packung ergattert. Ich weiß gar nicht, ob die das sonst immer da haben. Ich glaube jetzt eher nicht. Das habe ich nämlich auch im Prospekt gesehen. Und zwar, genau, es sind da 10 verschiedene Gemüsesorten drin. Zum Beispiel Kaiserschoten, Porree, Karotten, Erbsen, Bambussprossen, auch Wirsing, Pastinaken und Paprika, sowie Black Fungus und Ungobohnenkeime. Also da freue ich mich auch schon, die Packung zu verwenden für ein leckeres Reismockgericht. Genau, das wären jetzt unter anderem diese Tiefkühlneuheiten, die ich jetzt noch ergattert habe. Dann geht es ganz normal weiter mit gerösteten gesalzenen Cashewkernen. 2 Packungen, die dritte ist schon aufgegessen. Einmal wieder eine fertige Soße von Barilla, die Arrabbiata. Die ist auch sehr lecker, sehr scharf, wenn man scharf mag. Einmal wieder Essiggurken auf Reserve. Da habe ich, glaube ich, genau ein zweites Glas noch mitgenommen. Ganz normal wieder meine Korkzieher von 3 Glocken, die liebe ich als Pastasorte, wenn es nicht die Barilla-Pasta sind. Dann habe ich noch Feldsalat mitgenommen, den habe ich schon geöffnet, damit der durchziehen kann. Genauso wie ich den Rucola auch schon geöffnet habe, dass er Luft bekommt. Dann habe ich noch einen Porree, ein Loch mitgenommen, genau. Es geht weiter mit Rhabarber. Wir haben ja wieder Spargel- und Rhabarberzeit. Und ich liebe Rhabarber. Da verlinke ich euch gerne mal ein paar Rhabarber-Kuchenrezepte, die ich schon abgedreht habe. Wobei ich glaube, das eine ist nicht vegan, sondern vegetarisch. Aber das andere müsste vegan sein. Da waren auch Erdbeeren dabei. Verlinke ich euch einfach unten in der Infobox, falls ihr auch Rhabarber mögt. So, dann kommen wir auch zum Spargel. Der ist allerdings schon weg. Ich habe nur noch die 2 Verpackungen aufgehoben. Genau, ich habe hier 2-mal Spargel mitgenommen, das waren jeweils 500 Gramm. Der kommt aus Griechenland und der ist super preiswert gewesen. Zudem war der am Samstag auch noch reduziert. Wie gesagt, ich war Samstag einkaufen und Samstag setzen die immer so diese Gemüsesachen runter. Also im Normalfall hätte der jetzt 3,69 € gekostet, also 500 Gramm eine Packung, was auch schon sehr günstig ist, finde ich. Und da war der runtergesetzt auf 3,29 €, also wirklich ein super Schnäppchen. Wie gesagt, beide am Wochenende gegessen, genau, an 2 Tagen. Und ja, ich finde, also der ist wirklich sehr lecker gewesen. Den haben wir jetzt schon öfter mitgenommen bei Penny und ja, ich finde, der schmeckt wirklich gut. Dann ein 2er-Pack Zucchini, da ist nur noch eine übrig geblieben, ja, ein Bio-Zucchini. Ein Sack weiße Speisezwiebeln. Es geht weiter mit Bio-Zitronen, die nehme ich auch immer ein-, zweimal mit. Dann wollte ich gerade noch sagen zum Spargel, ich verlinke euch gerne mal alle Spargelrezepte, die ich schon abgedreht habe. Die meisten sind vegan, Spargelsuppe, Spargelauflauf etc. Sowohl mit weißem Spargel habe ich da einige Rezepte abgedreht, als auch mit grünem oder mit beiden zusammen. Verlinke ich euch gerne unten mal alles in der Infobox. Jetzt ist ja auch wieder Spargelsaison. So, dann Neuheiten, die gibt es aber jetzt schon länger, also es ist keine Neuheit direkt mehr. Mal gibt es das bei Penny, mal nicht, genau. Und zwar von Food for Future, das
vegane Haselnussdessert. Und zwar gibt es das einmal als Haselnussdessert, das ist das hier, und einmal als Schokodessert. Genau, das Schokodessert ist sehr, sehr gut. Für mich persönlich zu süß. So Schokopudding allgemein mag ich nicht so gerne, aber hin und wieder geht das mal, deswegen habe ich da einen mitgenommen. Und aber drei von dem Haselnussdessert. Und das Haselnussdessert schmeckt original, also finde ich geschmacklich wie Montepudding. Also wer Montepudding mag, sollte das unbedingt auch mal ausprobieren. Hier ist weniger Zucker enthalten. Es ist vegan und wirklich sehr lecker. Und ich war froh, dass es das wieder gibt. Die haben da richtig viel sogar da gehabt. Deswegen habe ich gleich zugelangt. Da waren immer noch 10, 15 Packungen vorrätig, genau. Und da freue ich mich jedes Mal wieder, wenn es das bei Penny gibt. Genau, so, dann noch zu der Asia-Woche. Da habe ich Mangos in der Dose mitgenommen. Das ist das Taste of Asia, Thailand Mango. Die sind geschnitten. Ich glaube, die, ja, da ist Zucker mit drin, aber es ist auch nicht so dramatisch. Da habe ich jetzt mal eine Dose mitgenommen. Dann geht es weiter. Ah, genau. Und zwar, das ist auch eine Neuheit. Zumindest glaube ich das. Zumindest habe ich das noch nie gesehen und das gab es jetzt bei Penny. Von Kühne, das sind zwei Balsamico-Vinaigrette, genau, die Mehrzahl Vinaigrette, genau. Und zwar einmal eine Bianco, also mit Weißweinessig, und einmal eine dunkle. Und zwar steht da Shake It drauf, also die ist auch vegan. Ich glaube, ja, was soll daran nicht vegan sein? Aber genau, die ist jetzt mit Traubenmostkonzentrat, Balsamico-Essig, Weinessig etc. etc. Und dazu kann ich noch nichts sagen, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ich fand das Packaging sehr schön ansprechend und ich mixe ja meine Dressings immer selbst zusammen. Aber dann dachte ich mir, warum nicht? Kann man mal machen. Man muss das Ganze nur gut durchschütteln, natürlich, damit sich alles vermischt. Und dann bin ich schon mal gespannt, wie das zu Rotwein und Weißweinessig Balsamico schmeckt. So, und noch eine Neuheit. Ich glaube, das gab es auch nur, also es war auch so auf den Sonderposten-Wühltischen, sag ich mal. Zwei Packungen habe ich mitgenommen. Genau, und zwar italienische Spaghetti. Huch, ich habe die noch gar nicht. Also ich habe auf jeden Fall nachgeguckt, ob die vegan sind, ob da Ei enthalten ist. Und die sehen so aus, da habe ich zwei Packungen mitgenommen zum Probieren. Wie gesagt, meine liebste Pasta-Marke ist ja Barilla oder Drei Glocken, wobei ich lieber Barilla bevorzuge. Von Drei Glocken mag ich nur diese Korkzieher, weil die eine super tolle Konsistenz haben am Ende, wenn man die gekocht hat. Also al dente. Die werden wirklich immer so toll al dente, also bissfest. Und zu denen kann ich das halt nicht sagen. Wie gesagt, so sehen die ganze aus. So sieht das Ganze aus. Del Verde heißt die Firma. Und da ist auf jeden Fall kein Ei enthalten. Habe ich extra zweimal nochmal nachgelesen. Genau. So, das waren alle Produkte, die ich mitgenommen habe. Ich habe noch Tiefkühlbrötchen mitgenommen von Koppenrad und Wiese. Genau. Die habe ich jetzt vergessen rauszunehmen. Und auch noch Tomaten und ich glaube Romana-Salat, den wir aber schon aufgegessen haben. Ja, ich hoffe, euch hat der Food Haul gefallen. Folgt mir sehr gerne auf Instagram. Der Link ist wie immer unten in der Infobox. Lasst mir auch sehr gerne hier ein Abo da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und genau, schaut auch gerne bei den Rezepten unten vorbei, die ich euch verlinkt habe. Bis zum nächsten Mal.